Und wer hier jetzt schon erste Ermüdungserscheinungen zeigt, der kann sich hier eine Pause genehmigen oder hier vorne auf der Bank. Hallo. Ja, hallo. Du bist eine Süße. Hä? Du bist eine ganz Süße. Hast du keine Angst? Hä? Ja Leute, hier jetzt die Position im Gschwei. Da bin ich doch beachtliche 1045 Meter hoch. Also die 1000 Meter Höhenmarke deutlich überschritten. Jo, servus Leute, ich begrüße euch zu einer schönen neuen Frühlingswanderung hier vom Südschwarzwald. Ich bin gerade in Menzenschwand unterwegs, ein kleiner, langgezogener Ort, der zu St. Blasien gehört, im Landkreis Waldshut. Hat nur etwa 550 Einwohner, besteht aus dem Vorder-, dem Mittel- und dem Hinterdorf. Also richtig schönes Tal hier, herrlich eingebettet. Ihr seht es ja hier, überall schöne bewaldete Hügel um mich herum. Und ich bin hier auf einem Premium- und Genießerpfad unterwegs, dem Geißenpfad Menzenschwand, über etwa 10,5 Kilometer Länge mit ca. 300 Höhenmetern. Vielleicht bekomme ich ja auch ein paar Ziegen zu sehen heute hier auf diesem Premium- und Genießerpfad. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Wie ihr seht, natürlich bestes Wetter, traumhaft. Ich habe natürlich aber auch ein bisschen außerhalb geparkt, nicht direkt am Mösle-Parkplatz, sondern fast schon einen Kilometer davor in der Nähe des Kurhauses. Da gibt es kostenlose Parkplätze, zwar nicht so viele, aber immerhin kann man da gratis parken. Läuft dann eben fast einen Kilometer mehr, bis man dann auf den Kurs des Geißenpfades kommt, denn die Parkgebühren betragen, also Ganztagesticket, 5 Euro, also er nimmt nur Münzgeld an, der Automat. Parkzeit ist dann zwischen 8 und 18 Uhr, die gebührenpflichtig ist jeden Tag. Jede angefangene Stunde kostet 1 Euro und er nimmt also nur Münzen, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro und er wechselt nicht. Das solltet ihr also wissen, wenn ihr da einen dieser kostenpflichtigen Parkplätze besucht, eben auch da, wo der offizielle Start ist, am Mösle-Parkplatz.
Ja, für mich sind es dann wahrscheinlich so 12,5, maximal 13 Kilometer, denke ich dann, weil ich es ja ein bisschen weiter raus habe im Hintertal. Hinterdorf vielmehr. Aber überall schönes, saftiges Grün von den Wiesen. Und so freue ich mich riesig, dass ihr mich wieder begleitet bei meiner kleinen, kurzen Tour. Viel Spaß mit dem Film. Ja, und hergekommen bin ich über den Titisee, dann ging es vorbei an Bärental, kurz vorm Schluchsee, dann rechts Eule vorbei, übers Eulener Kreuz oben, Richtung St. Blasien, bis es dann Mensenschwand angeschrieben war, Hinterdorf. Ja, ich denke, es liegt so etwa 8 bis 10 Kilometer vom Schluchsee entfernt, einer der schönsten und klarsten, saubersten Seen in ganz Deutschland, was die Wasserqualität angeht. Der liegt noch etwa gute 100 Meter höher wie hier, also so 950 Meter circa, und ist auch gleichzeitig der größte See in Baden-Württemberg. Herrlich, um da auch Urlaub zu machen. Schluchsee in Umgebung im Sommer, traumhaft. Wahnsinnig viele Segelboote unterwegs. Auch herrlich, um da zu baden, die ganze tolle Stimmung am Ufer zu genießen. Da kann man an sehr vielen Stellen sehr nah ans Wasser, richtig toll, und sich da gut gehen lassen. So, jetzt habe ich Kilometer 2 auf der Uhr bereits. Ah, schaut euch mal hier diesen Blick zurück an hier, dieses weitläufige Tal hier, diese Wiesen. Richtig schön eingebettet. Ja, und ich glaube, im weiteren Verlauf komme ich dann auch noch an den Wasserfällen vorbei, den Mensenschwander Wasserfällen. Werde ich euch dann auch noch präsentieren. Ich war ja schon ein paar Mal hier in dieser Gegend. Letztes Jahr gab es ja auch eine Tour, wo ich dann das Herzogenhorn, einer der höchsten Berge im Schwarzwald, besucht habe. 14, 15 Meter hoch. Also nur etwas niedriger als der Feldberggipfel. Und so geht es weiter hier auf dieser kleinen Runde. Ganz da oben liegt, sieht man sogar noch ein bisschen Schnee liegen. Wahnsinn. Wenn auch nur so ganz kleine Schneereste. Nicht viel, aber ich denke, die werden jetzt dann bald dahin schmelzen. Sehr zu empfehlen hier in der Gegend auch ein weiterer Premium-Wanderweg, ein Genießerpfad. Allerdings deutlich anspruchsvoller ist der Bernauer Hochtalsteig. Richtig fantastisch, 16 Kilometer Länge, aber ich glaube 600 bis fast 660 Höhenmeter, irgendwie sowas um den Dreh. Sehr anspruchsvoll, viele heftige Steigungen eingebaut. Man kommt da auch im weiteren Verlauf an der Krunkelbachhütte vorbei. Die ist bewirtschaftet an vielen Pavillons mit Aussichten. Tolle Blicke runter Richtung Mensenschwand ins Tal. Am kleinen und großen Spießhorn auch mit einem tollen Rundumblick. Richtig schöne Tour, aber eben doch was für Leute, die es auch gern ein bisschen steil mögen. Eben viele Höhenmeter eingebaut. Und wie ich doch finde, recht kräftige Steigungen, knackig. Aber dafür wird man auch mit einer wundervollen Aussicht auf dieser Runde belohnt. Richtig schöne Tour. Also wenn ihr da mal in der Nähe seid, der Bernauer Hochtalsteig, lege ich euch wärmstens ans Herz. So, hier geht es jetzt links. Schwarzwald-Genießerpfade. Hier geht es den Wiesenweg hoch. Ja, die Tour habe ich auch aus einem Wandermagazin. Die gibt es ja in diversen Wanderbüchern. Wanderbroschüren ist diese hier benannt, beschrieben. Und nicht zu Unrecht ein Genießerpfad hier. Herrlich. Und dann noch bei diesem grandiosen Wetter am Wochenende. Traumhaft.
Ja, sicherlich hätte man auch hier diesen breiten Weg hochkommen können. Aber ich sag mal, der Wiesenweg, der dann da vorne von mir aus gesehen rechts abzweigt, ist natürlich die schönere Variante. Und auch der Originalweg, auf dem man gehen darf hier beim Mensenschwander Geisenpfad. Und hier am Baum wieder die Markierung mit dem Bollenhut-Symbol. Schwarzwald Genießerpfade. Und das hier, dieser Steg, über den ich gerade laufe, das ist der Steg, der über den Grunkelbach führt. Daher gibt es hier auch ganz in der Nähe die dazugehörige Hütte. So richtig schön an einer Almwiese gelegen. Und da kommt man eben, wie gesagt, auf dem Bernauer Hochtalsteig vorbei, wenn man die andere Wanderung wählt. Und hier geht es jetzt weiter. Und wer hier jetzt schon erste Ermüdungserscheinungen zeigt, der kann sich hier eine Pause genehmigen oder hier vorne auf der Bank. Ich bin ja schon bei knapp 3 Kilometern angekommen, etwas mehr als 3. Also so gute 9 werden es noch sein. Ja Leute, dann zeige ich euch mal so ein bisschen den Verlauf von meiner bisherigen Wanderung. Also ich bin von ganz, ganz da hinten im Tal hergekommen, in der Nähe des Kurhauses. Bin dann das Tal nach hinten gelaufen, bis zum Mösle-Parkplatz. Da hatte ich dann fast 1 Kilometer. Und dann ging es hier langsam rüber, bis zu diesem Haus. So ein schöner, ja, Weg, der neben der Wiese vorbeiführt. Hier dann immer weiter diese Richtung und da vorne an dem anderen kleinen Hütchen da bin ich dann rausgekommen und da ging es dann links den Weg weiter. So eine, ja, Schleife hinten im Wald rum, bis ich dann hier wieder hergekommen bin. Ja, mittlerweile habe ich also schon 4 bis 5 Kilometer absolviert. Kurz vor 4,5 bin ich jetzt. Die Uhr wieder laufen lassen. Und weiterhin richtig schöne Wege hier, leicht bergauf, dann wieder ein bisschen bergab. Also keine allzu giftigen Anstiege, kann man sehr gut gehen. Allerdings, wie man natürlich vorhin schon gesehen hat, nicht irgendwie kinderwagentauglich, weil der Boden eben doch sehr uneben ist. Steinig, viele Pfade eben auch, recht schmal. Und da wäre es dann nicht so ideal. Da lässt sich ja auf Asphalt besser rollen als wie hier auf so schönen Naturwegen. Da ist es mit dem Kinderwagen dann leider nicht möglich. Aber wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann können die so eine kleine Runde, eben diese 10, 11 Kilometer, was hier die Runde vom Geisenpfad Mensenschwand hat, auch mitwandern. Man muss ja da nicht hetzen, man kann sich da ja auch 3, 4 oder 5 Stunden Zeit lassen, ganz gemütlich. Ziegen habe ich bis jetzt allerdings noch keine gesehen, nur ein paar Rinder vorhin. Alle ausgeflogen.
Hallo. Ja, hallo. Du bist eine Süße. Hä? Du bist eine ganz Süße. Hast du keine Angst? Hä? So eine brave Ziege. Richtig brav, ne? Ja. Hä? Auf Tuchfühlung. Riech ich? Du. Naja, dann fress mal schön weiter, hä? Mit deinen Freunden. Jetzt bin ich hier etwas mehr als die Hälfte der Strecke unterwegs. Also knapp 6 Kilometer habe ich jetzt auf der Uhr. Und hier oben, da scheint ein Hotel zu sein, das so aus dem Waldrand herausragt. Ja, schon noch eine deutliche Steigerung in der Höhe von hier aus gesehen. Das sind dann bestimmt noch mal so locker 200 bis 300 Meter höher. Ich bin ja hier auch schon mehr als 900 Meter hoch. Vorhin habt ihr ja die Wasserfälle genießen können. Da macht die Tour extra so eine kleine Schleife. Das sind ja so kleine Stege, die dann der Wasserfall verbindet. So eine Treppe geht es da zweimal hoch, glaube ich. Ja, und da waren auch dementsprechend viele Ausflügler unterwegs, weil es direkt dort auch einen Parkplatz gibt. Ja, und dieses kleine Techtelmechtel mit der Ziege habt ihr auch gesehen. Herrlich da, von jung bis alt, waren eben doch sehr viele Ziegen da und haben da gegrast. Und in den Sträuchern sind sie rumgelaufen, richtig schön. Haben die ganze Natur für sich, richtig idyllisch. Der Schwarzwald von seiner schönsten Seite sozusagen. Thank you.
Und immer wieder toll, wie man so auf den Weg schauen kann, an dem ich vorhin vorbeigekommen bin. Da ging es nämlich da drüben hier hoch, so eine Schleife hinten rum hier, ja, bis man hier dann wieder hergekommen ist. So kann man immer wieder rüberschauen, weil es so zwei, drei größere Schleifen sind, die man immer so nach außen wandert. Und dann kommt man auf der anderen Seite wieder zurück. Eben auch ein Highlight, diese Wasserfälle von Menzenschwand. Und natürlich auch die Ziegen, die Geißen, die man da dann doch überraschenderweise getroffen hat. Weil ich immer dachte, ich treffe heute doch keine. Aber da waren sie eben doch alle versammelt. Weiße, braune, eine schöner wie die andere. Und haben da kräftig gefressen. Ah, richtig angenehm hier. So ein leichtes Lüftchen in dieser Höhe zwischen 870 Meter und auf keinen Fall mehr als 1000 Höhenmeter. Ja, vielleicht waren es mal irgendwo um die 1000, kann ich nicht sagen. Jedenfalls sind es insgesamt 300 Höhenmeter, die der Menzenschwander Geißenpfad aufweist. Aber die sind recht gut verteilt. Ja, und das Tolle hier natürlich in dieser unberührten Natur ist, dass man hier wirklich seine Ruhe hat, kein Autolärm, himmlische Ruhe hier, ein paar Vögel hört man, ja, irgendwo weiter oben ist ein Flieger unterwegs, aber ansonsten hier wirklich Natur pur, idyllische Stille, traumhaft. Und hier überall Wiesen- und Weidelandschaften, richtig schön herrlich hier. Rund um Menzenschwand. Und dann gibt es doch auch mal wieder sowas Schönes am Wegesrand. Ein riesiger, aufgetürmter Ameisenhaufen. Da wuselt es nur so von Insekten, von den Ameisen. Wahnsinn. Die haben das hier richtig schön hochgebaut. Oder von oben herunter am Hang. Gigantisch. Ja, Leute, hier jetzt die Position im Gschwei. Da bin ich doch beachtliche 1045 Meter hoch, also die 1000 Meter Höhenmarke deutlich überschritten. Wird wohl auch der höchste Punkt hier auf dem Menzenschwander Geißenpfad sein. Ja, jetzt wird es dann wohl die letzten 2 bis 3 Kilometer wieder auf diesem schönen Naturweg bergab gehen. So ein bisschen trailartig, richtig geröllig und mit diesem herrlichen Ausblick hier
auf das Tal runter. Einfach schön. Und immer wieder ein paar Bänke am Wegesrand, wo man rasten kann. Kleine Pause einlegen. Aber vorhin, da hat es bei mir zwei große Steine auch getan, um zu sitzen und den Rucksack abzustellen. Also heute dafür mal eine richtig kleine Tour. Eigentlich fast schon ein Spaziergang für mich, wenn man bedenkt, dass ich das letzte Mal fast 50 Kilometer gewandert bin. Ja, also wenn man die Strecke andersrum läuft, sieht man, 2 Kilometer hat man hier von der anderen Seite. Ja, und ich habe jetzt fast 9 auf der Uhr, weil ich ja weiter vorne im Tal gestartet bin. Ja, und ziemlich da unten im Eck drin, da befindet sich dann wieder die Wasserfälle von Menzenschwand, wo ich vor ein paar Kilometern in der Mitte der Tour vorbeigekommen bin. Und hier wieder so ein Weidegitter. Und da oben gibt es wieder ein paar Geißen. Diesmal kann ich da nicht auf Tuchfühlung gehen, denn die sind weiter weg vom Zaun, oben am Hang, und lassen sich's da gut gehen. Ah ja, viele suchen eben schattige Plätzchen bei diesen warmen Temperaturen, auch hier in der Höhe, wenn es so um die 900 oder 1000 Meter hoch ist. Jetzt dann doch auch mal gerne knackig warm. Da ist man immer froh, wenn ein bisschen ein Lüftchen geht. Und hier schon wieder der Blick nach vorne zum Parkplatz, Mösle Parkplatz, und auf das Hinterdorf von Menzenschwand. Jetzt habe ich etwa 9,7 Kilometer absolviert. Vorhin unterwegs stand mal dran, bis zum Feldberggipfel noch 6 Kilometer. Das war auf der anderen Seite, irgendwo da hinten stand es dann dran, wo ich da diesen Wiesenweg gegangen bin. Also geht es jetzt nur noch leicht bergab. Und ich denke mal, dieser Wanderweg hier, der Menzenschwander Geißenpfad, erhält zu Recht das Prädikat Premium-Wanderweg, denn er ist wirklich sehr aussichtsreich. Herrliche Natur, tolle Landschaften, immer wieder schöne Ausblicke runter ins Tal. Idyllische Ruhe und auch eine perfekte Beschilderung auf dem Weg. Also da war es wieder mal umsonst, dass ich da mir den
Track auf mein Navi draufgezogen habe. Aber sicher ist sicher. Aber verlaufen konnte ich mich dieses Mal wirklich nicht. Da bin ich echt froh, dass die Beschilderung so perfekt ist, so wie man es auch gewohnt ist von einem Genießerpfad und Premium-Wanderweg hier am Schwarzwald. Und das alles in unberührter Natur. Also hier steht es ja an der Ziegenweide. Immer noch deutlich mehr als 900 Meter hoch. Bis Hinterdorf 800 Meter. Ja, und zum Vorderdorf sind es dann gleich noch mal 1,7 Kilometer mehr, wie man gesehen hat. Und hier unten jetzt die dritte Stelle, wo man Geißen findet. Die Ziegen machen sich's bequem im Gras. Von daher trägt die Wanderung zu Recht den Titel Geißenpfad, weil man doch immer wieder an diesen vorbeikommt. Lassen sich nicht stören. Ja, Leute, das war's dann schon wieder mit dieser herrlichen Premium-Wanderung hier im Südschwarzwald. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wirklich sehenswert, lohnt sich hierher zu kommen und diese Tour zu wandern. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.